Slighty Mad Studios, World of Mass Development, created by you. Bandai Namco Entertainment. Ganz viele Automarken, die jetzt schon wieder weg sind. Project Cars. Ja, und damit herzlich willkommen und wie der Seemann sagen würde, Ahoi, ihr Landratten, zu einem neuen Let's Play. Project Cars, ich hab's gerade eben, ich war gerade kurz im Mediamarkt, hab's gesehen, Game of the Year Edition, hab ich direkt mal zugeschlagen. Eigentlich warte ich ja auf Gran Turismo, das verschiebt sich ja, ist ja eigentlich normal bei Gran Turismo, dass sich der Release da immer wieder nach hinten verschiebt. Hab ich mir gedacht, als kleine Vorbereitung kann ich mir mal Project Cars reinziehen. Ist ja fast so ähnlich. So, ich starte das Spiel gerade zum ersten Mal. Ich habe noch nicht eine einzige Einstellung gemacht. Aber das Intro war ja schon mal ziemlich geil. Sehr vielversprechend. Okay, Spieleranpassungen. Was haben wir denn? Einsteiger, Handling-Modus mit Automatikschaltung bei den Fahrhilfen und so weiter. Ja, stellt auf Mittel und Profi. Also Profi würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Boah, ich weiß es nicht, ey. Ich nehme mal Einsteiger. Ich hoffe, wenn es zu leicht werden sollte, kann man es hinterher nochmal ändern. So, okay, sehr gut. Oh, wie geil, es gibt eine Karriere. Na, wir gucken erstmal hier ein bisschen rum. Das ist jetzt hier, erste Part ist, ein bisschen mal gucken. Es gibt hier freies Training. Schnelle Zufallswahl, erstellen. Community Events, Zeitfahren, Einzelspieler, Karriere. Warum kann ich Karriere nicht auswählen?
Mal erstmal neu. So, okay. Mal hier den Namen eingeben. Zack. Der Umlaute hier, ja, warte. So. Zack, Spitzname. Warum muss das da @WMD? Das kann ich nicht wegmachen. Warum nicht? Okay. @WMD, was auch immer es heißt. So, Nationalität. Wir sind natürlich, das heißt natürlich, wir sind aus Deutschland. Startnummer. Ja, keine Ahnung. Ich nehme mal die 32. Weiter geht's. So, wähle jetzt einen von vielen Startpunkten für deine Karriere. Du kannst mit jedem der verfügbaren Motorsport-Events beginnen. Jo. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt hier hinten an, ne? Stufe 1. Stufe 8. Kart 1. GT 5, GT 4, GT 3. Also rechts sind, glaube ich, die höheren Klassen. LMP 1 ist wahrscheinlich das höchste, was es gibt. Kart 1. Superkart. Ne, wir fangen natürlich ganz unten an, wie jeder Rennfahrer, wahrscheinlich auf dieser Welt auch, mit Kart. Okay. Unterzeichnen. Müssen wir einmal gerade gucken hier. Optionen und Hilfe. Ob ich den Ton... Den müssen wir einen Tacken runterdrehen hier. Auf 80%. Nochmal alles ein bisschen tiefer hier. Soundeffekte, 86, Boxenfunk. Dann müssen wir auch mal höher, dass wir ihn auch vernünftig hören können. So. Steuerung, Gameplay interessiert uns erstmal nicht. Oh, jetzt muss ich alles nochmal machen? Warum? Start Nummer 32, weiter, Card 1, unterzeichnen, Torque Riders, gegründet 2009, repräsentierendes Land Spanien, Wagen 125 Kubikzentimeter, Shifter Card. Welcome to the world of kart racing. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Okay. Ich soll eben hier gerade einmal ganz kurz gucken. Ja, okay. Nicht verstanden. Kalender, Wagen-Setup. Ja, guck mal, ich habe sogar Fans. Mal gucken, was schreibt denn der Fan hier? Ich bin versucht. Alter, wer hat das denn übersetzt? Motospeak SLNTL schreibt, ich bin versucht, auf Easy World zu wetten. Boah. Aber ich glaube, ich warte den Ausgang des ersten Rennens ab. Ich bin versucht. Lali Matis schreibt, ich kann es gar nicht erwarten. Easy wird todsicher Champion. Aha. Okay.
Alpha und Omega. Lol, die Saison hat gerade erst angefangen und man sagt bereits, Dennis Köhler wird Champion. Hashtag keine Chance. Ja, das wollen wir doch mal sehen, Alpha. Okay. Posteingang. Wir kriegen auch E-Mails von pht.com. Okay. Ich heiße Pete Borisch, ich bin der Renningenieur. Aha, ich bin kein großer Redner, also mache ich es kurz. Ja, finde ich schon mal gut. Der Wagen steht bereit und ich werde sicherstellen, dass es so bleibt. Mach da draußen einfach deinen Job und wir gehen mit dem Meisterschaftspokal nach Hause. Aha. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchen solltest, außer ein Gespräch. Dafür ist der Manager Joey Negri zuständig. Pete Borisch. Okay. Von jat.com. Hi Dennis. Talk Riders findet es fantastisch, dich an Bord zu haben. Wir freuen uns auf die bevorstehende Saison mit dir im Fahrersitz. Pete Borisch, dein neuer Renningenieur, erwartet mit Spannung, dass du unseren 125 Kubikzentimeter Shifter Kart fährst, weil er glaubt, dass du genau der Richtige bist, um das Meiste aus ihm rauszuholen. Okay, lass uns die Saison gewinnen. Joey Negri. Alles klar. Ergebnisse. Ja klar, wir sind ja noch gar nicht gefahren, ne? So, Fahrernetzwerkprofil. Jede Wettbewerbsrunde besteht aus folgenden Sitzungen. Zweimal Rennen, ein Sprintrennen, ein Hauptrennen. Sprintrennen ist zufällig. Die Start im Haupt wird anhand der Zielposition jedes Fahrers im Sprintrennen entschieden. Also Qualifying quasi. Jedes Rennen beginnt mit einem stehenden Start beim Sprintrennen und einem fliegenden Start beim Hauptrennen. Punkte. Die besten 8 Fahrer, die ins Ziel gelangen, erhalten Punkte anhand der folgenden Skala. Vom ersten zum letzten. 15, 12, 10, bla bla. Bonuspunkte. Schnellste Runde, 5 Punkte pro Rennen. Alles klar. So, was gibt's hier noch? Fahrernetzwerkprofil. Alles klar, das ist so eine Statistik. Karriere. Höhepunkte. Jo, alles klar. Motorsportvideo ansehen. Achso, dann komme ich ganz raus, ne? Alles gleich hin. Verstanden. So, Wagen-Setup. Neues Setup erstellen. Will ich ein neues Setup erstellen? Automatisch nach Wetter. Reifendruck vor. Reifentyp hinten. Ne, vorne und hinten. Aha. Vorne. Boah, Alter, was man hier alles einstellen kann. Ey, ist ja der Hammer. Sperrdifferenzial, Traktionskontrolle. Ja, ja, okay. Force Feedback, Hauptstärke, Reifenachse XY. Ja, okay, ich habe keine Ahnung davon, deswegen. Gehe ich mal zurück. Wir gehen mal zum Kalender. Karrierekalender zeigt die Meisterschaften, Serien und Events für alle Motorsportarten, die während des Jahres abgehalten werden. Im Moment wirst du nur in der Motorsportart teilnehmen können, in der dein Team gerade antritt. Wenn du bei anderen Motorsport-Events mitmachen willst, wirst du die dort antretenden Teams beeindrucken und einen neuen Vertrag. Ja, okay. Alles klar. Wir haben heute den 14. des Monats eines Jahres. Ach, 14.01. ist heute, alles klar. Zum 14.01. springen. Hier kannst du Sitzungen sehen, die an diesem Tag stattfinden. Du kannst der Sitzung teilnehmen. Ja, ja, bla bla. So, heute findet statt, heutiges Event, UK Karts Nationals. Überspringen nicht möglich. Hauptrennen.
Sprintrennen. So, Sitzung 1 von 2, 11 Uhr Beginn. Teilnehmen. Sitzungsdauer 2 Runden. Gegnerstärke 30, passt schon. Neustart zulassen. Nein. Okay. Ja, dann fangen wir doch mal an, hier das erste Rennen zu fahren. Also sieht schon echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Bisher macht einen sehr guten Eindruck. So, erste Karriere ran. Du kannst die letzten Anpassungen der Fahrzeug-Setup vornehmen. Rennen beginnt. Du wirst feststellen. Option Simulation zum Ende springen. Ja. Okay. So. Bearbeitet Tuning-Setup brauchen wir nicht. Boxenstrategie. Zeige Motorsportformate und Reglements. Verlassen. Boxenstrategie. Voreinstellungen. Ja. Okay. Also, müssen wir einmal gerade ganz kurz husten. So, Entschuldigung. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich will jetzt mal eine Runde fahren hier. Ich will das mal sehen. So. Los geht's hier. Ab geht die Post hier mit dem Kart. Boah, Alter. Ich hab schon so ewig lange kein Rennspiel mehr gespielt. Was man wahrscheinlich an meinem Fahrstil gerade auch sieht. Okay. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen konzentrieren hier. Ich bin schon mal froh, dass wir mit Kartrennen angefangen haben. Das ist, glaube ich, das erleichtert, glaube ich, die... Alter, bin ich schlecht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Muss man einmal gerade hier, wie kann ich in die Option rein? Nein, das wollte ich nicht. Wie kann ich mir jetzt die Steuerung angucken? Jo, das war schon das erste Rennen. Ja, nice, ich bin 10. Super, Wiederholung ansehen, Wiederholung speichern. Okay, da wir Neustart ja deaktiviert haben. Okay, hier kannst du das Rennergebnis ansehen. Die Fahrer werden in der Reihenfolge ihrer Zielposition aufgelistet, zusammen mit den Punkten. Ja, okay. Ja, leider kurz am Punkt vorbei. Knapp vorbei. Okay, diese Tabelle zeigt die Fahrer-Teamwertung. Alles klar. Gut. Also, erste Rennen ist schon mal nicht so optimal gelaufen. Ich würde ganz gerne einmal in die Optionen rein. Okay, es geht schon wieder los. So, das ist jetzt hier fliegender Start.
okidoki. Boah, ey. Alter Schwede. Ich bin nicht letzter. Ich bin nicht letzter. Also ich muss sagen, es ist eine Simulation. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Und das merkt man auch hier sehr stark. Ich meine, ich bin zwar noch nie persönlich, persönlich selbst Kart gefahren, aber ich glaube, so fühlt sich das Kart. Mein Gott, ey. So fühlt sich das Kart an. Strecke geschnitten, Rundenzeit ungültig. Ja, sauber. Ja, alles klar. Auf jeden Fall bin ich schon mal Sechster. Ich bin Sechster. Okay. Talk Rider, Sechster. 1:46. Weiter. Sechster. Ja, super. Haben wir wenigstens ein paar Punkte geholt. Runde 1, zweites Rennen. Siegerpodest, erstes Rennen, zweites Rennen. Schnellste Zeiten. Okay, haben wir natürlich nicht. Okay, weiter. Fahrer, Punkte 4. Ja, wir haben schon mal die ersten Saisonpunkte eingefahren hier. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. So, alles klar. Okay, erste Rennen ist vorbei. Ich mach mal hier kurz einen Aufnahmestopp. Auf jeden Fall wird heute noch mindestens ein Part folgen. Weil am ersten war jetzt nicht so viel los. Da war ein bisschen mehr Eingestelle und Gequatsche und Intro und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kommt gleich noch ein Part und dann geht's, hoffe ich, richtig zur Sache. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder.